Herzlich willkommen zu dem Kickoff der Lern Communities. Ich bin Lavinia Jonika und ja, wir sind im Raum A hier und Janika Budde ist im Raum B mit den ganzen anderen Kollegen, die Kolleginnen und Kollegen, die sich auch angemeldet haben. Nochmal ganz kurz zum Housekeeping auch an dieser Stelle. Dadurch, dass wir sehr viele sind, werden wir, möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihr Mikrofon ausschalten und nur anschalten, wenn Sie sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie uns viele Fragen in den Chat stellen. Dann können wir diese entweder sofort beantworten oder im Nachhinein. Und dadurch, dass einige heute fehlen, haben wir entschieden, dass wir diesen inhaltlichen Input nochmal aufzeichnen und es dann zur Verfügung stellen, damit jeder informiert ist über den aktuellen Stand. Danke dafür. Ich möchte ganz kurz Ihnen ein paar Key Facts zu den Lerncommunities sagen, ein paar der Prinzipien für die Zusammenarbeit, etwas Organisatorisches und dann als letzter Punkt werden Sie 40 Minuten Zeit haben, um schon mal Ihre eigene Community zu begrüßen und schon die ersten Punkte miteinander zu besprechen. So, Lerncommunities. Warum? Wir haben diesen Grundlagenkurs für Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre konzipiert und wollten sehr gerne anhand dieser Themen auch die Möglichkeit denjenigen anbieten, die sich gerne austauschen, miteinander in Verbindung, in Kontakt kommen wollen, einfach auch ermöglichen. Das heißt, die Lerncommunities sind kursbezogen. Sie haben die Themen des Kurses. Sie sind in einem begrenzten Zeitrahmen, das heißt auch bis zum 26. Juli, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht nachher auch weiter in dieser Community bleiben können. Es ist nur, dass wir diesen kursbezogenen Austausch in diesem Rahmen moderieren. Wir haben bewusst die Communities nicht sehr groß gestaltet. Wir haben hier bis zu 6 Personen zugelassen und eingeteilt. Und wir haben hochschulinterne und hochschulübergreifende Communities. Das heißt, wir haben etliche Hochschulen, die sich als Team angemeldet haben und einige, die als Einzelanmeldungen dabei sind, die haben wir dann mit anderen Personen aus anderen Hochschulen zusammen zu einer hochschulübergreifenden Community zusammengebracht. Und ein paar Zahlen. Insgesamt haben wir 270 Anmeldungen für die Lerncommunities. Ich glaube, das ist nicht die letzte Zahl. In der Zwischenzeit kommen ja fast minütlich E-Mails an. Kann ich nochmal an der Community teilnehmen? Vielleicht wird sich das nochmal ändern. Aber zurzeit haben wir 52 Communities und aus diesem Grund haben wir uns aufgeteilt auf diese 2 Zoom-Räume, weil wir sonst das technisch gar nicht bewältigen können. Und wir sind jetzt hier die Gruppe A, das heißt auch, dass Sie immer vor jeder einzelnen Community auch eine Zahl haben und einen Buchstaben. Der ist wichtig. 16 hochschulinterne Communities treffen sich heute auch. Und die 36 hochschulübergreifenden Communities. Genau, darüber sind wir wirklich auch sehr dankbar und auch sehr neugierig, wie diese Zusammenarbeit funktionieren wird, weil wir in so einem großen Umfang die Lerncommunities noch nicht durchgeführt haben in diesem Kurs und sind sehr gespannt. Ganz kurz nochmal, um das einzusortieren zum Kursaufbau. Die Live-Online-Sessions sind, wie gesagt, schon in der letzten Sitzung wöchentlich. Sie finden wöchentlich statt. Auf unserer Website haben wir eine Materialbox zur Verfügung gestellt, wo Sie alle Aufzeichnungen finden können und die PowerPoint-Folien und sonstige Materialien. Und wir haben ein Austauschforum für den kompletten Kurs auf Mattermost. Was die Lerncommunities angeht, bestehen die aus Live-Online-Treffen. Sie werden in der Community sich 5-mal treffen. Heute ist das erste Mal.
Das letzte Mal ist es am 26. Juli, da treffen wir uns auch wieder alle zusammen im Plenum. Und die dreimal, die dazwischen sind, sind selbst organisiert von Ihnen. Die Selbstlernphasen, jede einzelne von Ihnen hat dieses Kursbuch schon bekommen letzte Woche. Da gibt es Aufgaben, Kursaufgaben zu lösen. Dafür sind ungefähr 60 Minuten geplant für jede Aufgabe. Und wenn Sie dann zusammenkommen in den Lerncommunities, werden Sie über diese Aufgaben sprechen. Für alle Personen, die eine Teilnahmebescheinigung benötigen, haben wir uns die Challenges ausgedacht. Challenges bedeutet in diesem Fall nicht, dass sie untereinander einen Wettbewerb machen, sondern einfach einen Wettbewerb im Sinne von Ideen teilen mit ihrem eigenen Team an der Hochschule und einfach mit sich auch selber. Genau. Das Workbook. Wir haben dieses Workbook erstellt, das Sie wahrscheinlich schon gesehen haben. Es enthält erstens die drei Kursaufgaben. Diese Kursaufgaben sind nach dem gleichen Prinzip immer gestaltet. Es gibt eine Rechercheaufgabe, es gibt eine Reflexionsaufgabe und zum Schluss gibt es eine Aufgabe zu Ideen teilen. Und das ist aber auch der Teil, den Sie nachher einreichen für die Challenge. Wir haben versucht, einen Ablauf für jedes einzelne Treffen zu konzipieren. Das finden Sie auch in dem Workbook. Sie müssen sich nicht daran halten, Sie können aber, also wie Sie gestalten, wie Sie die Abläufe in Ihrer Lerncommunity gestalten, das bleibt Ihnen überlassen. Aber wenn Sie ein bisschen Guidance brauchen, können Sie den selbstverständlich nutzen. Sie finden in dem Workbook auch einen Zeitplan, auch gerade für diesen Ablauf, das vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht hilfreich ist. Was die Challenge angeht, wir sind gerade dabei, auf der Website ein Formular einzurichten, wo Sie dann Ihr Dokument dann hochladen können. Genau. Die Kursaufgaben im Workbook orientieren sich an den Kursthemen. Diese Grafik hatte ich vorhin schon, aber ich will Ihnen noch mal kurz zeigen. Wir haben drei Aufgaben konzipiert, die sind zu dem Thema strategische Ziele vom Profil her denken. Dann Partizipation und Kommunikation alle mitnehmen und die letzte Aufgabe bezieht sich auf die Unterstützungsstrukturen strategisch gestalten. Das sind die drei Schwerpunkte, wo wir die Kursaufgaben haben. Wie Sie sehen, haben Sie ungefähr 2 Wochen Zeit für jede Kursaufgabe. Das ist aber auch nur eine Richtlinie, die wir uns überlegt haben, wenn Sie in der Community sagen, Sie wollen nur eine Woche Zeit sich nehmen oder vielleicht sogar 3 Wochen, das ist auch fine with us. Bitte entscheiden Sie selber und am besten heute nochmal Ihre Zeitpläne und Ihre Termine, wie Sie da gemeinsam zusammenkommen wollen und welchen Zeitplan Sie sich genau geben. Auch das hier ist als Richtlinie nur zu sehen. So. Organisatorisches. Wir gehen davon aus, dass dass die Communities sich ein bisschen verändern werden als das, was wir jetzt schon in unseren Tabellen haben. Das heißt, es kann sein, dass der eine oder andere von Ihnen ausfällt oder neue Personen wollen hinzukommen. Oder solche, die heute gar nicht dabei waren, kommen dann nachher nochmal. Aus diesem Grund haben wir diese Lerncommunity-Börse eingerichtet. Teilen Sie bitte den Anteil mit, falls bei Ihnen noch jemand fehlt und Sie sind zum Beispiel aus irgendeinem Grund plötzlich nur zu dritt, schreiben Sie einfach, wir haben noch ein paar Plätze frei, wer möchte einfach zu uns kommen. Genau das Gleiche, wenn Sie einen Platz noch suchen, weil Ihre Community ja zu voll ist oder Sie haben sich nachträglich dafür begeistert, schreiben Sie einfach in der Börse und lassen Sie wissen, wie viele Plätze Sie brauchen und vielleicht gibt es an einer oder anderen Stelle noch die Möglichkeit einzusteigen. Unabhängig davon haben wir den Kommunikationskanal für die gesamte Gruppe auf Mattermost. Das ist auch immer ganz gut zu nutzen, auch für Organisatorisches. In
in den Lerncommunities an sich, also die drei selbstorganisierte Treffen, sind Sie selbst zuständig, nicht nur für den Zeitplan, sondern auch für die technische Infrastruktur. Das heißt, entscheiden Sie heute bitte, wer von Ihnen ein Videokonferenzsystem zur Verfügung hat und wer kann den Zoom- oder Blick-Button-Raum zur Verfügung stellen für diese Sitzungen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist der Hinweis zum Datenschutz. Und vielleicht kann einer meiner Kollegen das nochmal in den Chat posten. Sollten Sie den noch nicht bearbeitet haben, möchte ich Sie wirklich bitten, das zu tun. Es geht darum, dass wir Ihre Kontaktdaten an anderen Teilnehmer in Ihrer Community nicht weitergeben dürfen, außer Sie stimmen diesen Datenschutzhinweis ausdrücklich zu. Wenn Sie das gemacht haben, dann können wir Ihren Community-Mitgliedern mitteilen, wer, wo Sie hingehören und wo die E-Mail-Adressen sind von den anderen. Deswegen ist das wichtig. Genau. Und der letzte Punkt ist, die Challenge für die Teilnahmebescheinigung wäre bis zum 26.08. einzureichen. Ein Abgabeort, wie gesagt, werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. So. Und für den Support auch an dieser Stelle, wenn es darum geht, was das Learning Design oder das Design der Community-Arbeit angeht, bitte melden Sie sich unbedingt bei mir. Ich werde versuchen, Ihnen sehr zeitnah zu helfen. Meine Kollegin Katja Engelhaus ist zuständig für das Teilnahmemanagement. Wenn Sie aus einer Community in die andere wollen oder irgendetwas ist schiefgelaufen, schreiben Sie gerne Frau Engelhaus und mir auch gleichzeitig, damit wir Bescheid wissen und damit wir Sie schnell unterstützen können. Und Frau Buder ist zuständig für die inhaltlichen Themen. Wenn Sie Fragen tatsächlich haben zu den Kursaufgaben inhaltlicher Natur, wenn Sie etwas zum Beispiel in der Community nicht ganz verstehen oder Sie Anregungen haben, für wie man etwas besser formulieren kann oder wie man besser mit einem Thema vorankommen kann, schreiben Sie gerne der Frau Buder dann dazu. Unabhängig davon, wenn Sie es nicht wissen, wem Sie schreiben, schreiben Sie uns allen. Das passt immer. Okay. An dieser Stelle, das erste Treffen an Ihrer Community ist heute. Wir werden versuchen, dass Sie jetzt alle in den entsprechenden Gruppen reinkommen. Nochmal von meiner Seite zum möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Lernen Sie sich heute kennen. Wer ist in Ihrer Community? Legen Sie Termine fest. Wann möchten Sie sich treffen? Am besten gleich alle Termine. Legen Sie fest, wer von Ihnen den Videokonferenzraum zur Verfügung stellt, damit diese Person dann Ihnen den Link zukommen lässt. Und am besten wäre es natürlich, wenn Sie auch gleich eine Moderatorenrolle festlegen, damit eine Person Ansprechpartner ist für das Organisatorische in der Gruppe. Das alles finden Sie aber im Workbook. Am besten ist es auch, wenn Sie das Workbook gleich aufrufen und dabei haben. Das Workbook steht auch auf der Website. Wir haben es bereits verlinkt. Auch das könnte jetzt in den Chat nochmal rein. Sowohl das Word-Dokument, das Sie selber erweitern und bearbeiten können, als auch das PDF-Dokument, das Sie einfach als Referenz nochmal aufrufen können. Und wir sehen uns in dieser Runde am 26. Juli wieder. Dann viel Erfolg und alles Gute. Alles klar. Danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Dank. Dankeschön.